Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Das Wort Gottes macht uns Mut, dass wir uns nicht von Christus trennen lassen. Wenn wir Christus erlebt haben, seine Vergebung, das ewige Leben, dann sollen wir uns an ihm holen. Jesus ist mehr als jede Church, als jede Religion. Das muss wir verstehen, weil die Bibel das sehr klar macht. In Gott gehorchen ist mehr als Mensch gehorchen. Aber was die Bibel sagt, dass wir nicht gehört tun, wenn wir untereinander fetten. Damit helfen wir uns nicht. Wir sollen von Christus Zeugnis geben, das ja. Und das wird Menschen geben, die das hören wollen, und andere, die sich da einstellen. Aber wir sollen nicht da bleiben in Fetten von einem Jahr zum anderen Jahr, und das hat niemals Frieden gibt. Dadurch schulden wir uns, und das hat Gott auch sehr weh. So, ich mag euch Mut, Geschwister. Haltet an Jesus. Und seht und andere Geschwister, die sich auch an Jesus holen. Wenn da, wo ihr seid, die Gemeinde in eurer Stadt mit Jesus zu gehen, dann bleibt in der Gemeinde und wachst du. Ich habe keine Gemeinde, die perfekt ist. Weil wir sind alles nur Menschen und wir haben alle Fehler. Auch jede Church hat Fehler. Aber wir sollen in einem Sandchen sein und taub schaffen. Und nicht taub leben, um zu fetten. Dann wird der Geist Gottes trödig. Dort ist nicht der Sinn. Ich kann nicht mein Weizle in bei Christus bleiben. Aber wenn ich eine Gemeinde bleibe und Väter da, dann kann ich von Christus wegkommen. Herr Jesus, halb uns, dort wie uns an die Hölle und Erster stehen. Und dort wie so viel an uns Licht und Frieden mit Menschen leben. Und wenn wir den Frieden nicht haben können, dort wir dann durchgehen, wo wir den Frieden haben können. Dort beten wir in die Nummer, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bi de Nummer Jesu grad schriebe über Paraguay in de Welt. Kontaktier uns unja info@jesusresponde.com.